auszugleichen, dass die Strecke vielleicht minimal in die eine oder andere Richtung hängt. Wenn man also einmal bergab fährt, muss man beim anderen Mal bergauf fahren. Und hier wird erst gegen den Wind gefahren und dann mit dem Wind. So, der Rennwagen wird scharf gemacht und wenn Priska den Helm schließt, dann wird es richtig ernst. Endlich am Rollbügel. Muss man ganz genau zuhören, wenn sie gleich losfährt. Ganz ungewöhnliche Geräusche auf der, mal wieder eine Schallmauer einzureißen. Und niemand anderes als The Big Daddy Don Garlitz, die lebende Dragster-Legende, der Mann, der schon seit den späten 50er Jahren im Dragster-Sport aktiv ist, seine aktive Laufbahn im Top Fuel Dragster vor etwa 10 Jahren beendet hat, unterstützt ein junges Team mit einem Elektro-Dragster und die sind kurz davor, mit ihm am Steuer die 200... Es war also in Großbritannien. Festival of Speed in Goodwood.